Willkommen bei der Albenrevue. In der Biografie mancher Bands gibt es das eine Album, der Meilenstein, der vollständig die Regeln des Spiels zu verändern scheint und die Weichen neu umstellt. Bei Pink Floyd mag es Metal gewesen sein, bei den Beatles war es Rubber Soul oder Revolver. Im Falle von Yes ist der entscheidende Game Changer das vierte Album, Fragile. Fragile erschien am 26. November 1971, also noch im selben Jahr wie die Vorgänger-LP The Yes Album. Und in den 7 Monaten, die dazwischen liegen, scheint sehr viel passiert zu sein. Denn Yes präsentiert hier einen neuen Sound, der im Begriff ist, musikalische Geschichte zu schreiben. Während die stellenweise folkige Atmosphäre des vorangegangenen Albums hier deutlich heruntergefahren wird, setzt sich ein scharfer, polierter Stil durch, der Coolness suggeriert, doch zugleich auch musikalische Fragen aufwirft. Das wird gerade bei dem populären Opener Roundabout deutlich, der das straffe Feeling eines Popsongs hat, doch gleichzeitig eine enigmatische, unterschwellige Stimmung besitzt, die neugierig macht und zu weiteren Schritten bei dieser Expedition einlädt. Fragile macht deutlich, dass die alten Liederstrukturen aufgegeben worden sind. Gerade ein Track wie South Side of the Sky zeigt, wie kurzweilig und doch von jeder Norm gelöst der Aufbau eines Musikstückes sein kann. Yes sind natürlich nicht die einzigen, die mit dem Format experimentieren. Selbiges tun King Crimson, Frank Zappa, Pink Floyd, Captain Beefheart oder Jethro Tull. Fragile markiert eine zentrale Ära in der Bandgeschichte, oft als das perfekte oder ideale Line-Up bezeichnet, mit John Anderson am Mikrofon, Chris Squire am Bass, Steve Howe an den Gitarren, Bill Bruford am Schlagzeug und der pompöse Neuling Rick Wakeman an den unzähligen Keyboards. Fragile wird allgemein als ein Eckpfeiler der Prog-Rock-Geschichte angesehen. Es demonstriert interessante Kontrapunkte zwischen instrumentalen Motiven und den darüberliegenden Gesangspassagen, am besten hörbar bei Tracks wie Long Distant Runaround, South Side of the Sky oder das finale Epos Heart of the Sunrise. Das Album wartet auch mit obskuren Minikompositionen auf wie Bill Bruford's 5 Cent for Nothing, das mehr wie ein avantgardistischer Steinhagel klingt. Doch smarterweise belässt man es hier bei nur 36 Sekunden, die somit nur ein Intermezzo sind, die Bruford's Ausnahmetalent zeigen. Die LP wurde wegen ihrer dichten Atmosphäre gelobt, aber auch wegen einer gewissen Aufbruchsstimmung, die sich durch die Kompositionen durchzieht. Und es ist natürlich der Anfang der Zusammenarbeit zwischen Yes und dem Grafiker Roger Dean, der seitdem ein unzähliges Pensum an Yes-Covern designt hat. Was kann man zu diesem Album noch sagen, das nicht bereits gesagt wurde? Gerade heute wird diese LP als eine Kultplatte zelebriert und gilt als eine der einflussreichsten Scheiben ihrer Ära. Das Album endet mit dem 10-minütigen Heart of the Sunrise, das hier auch eine gewisse Entwicklung markiert und deutlich macht, in welche Richtung sich dieses neuartige Ungetüm namens Yes bewegen möchte. Hin zu progressiver, teilweise geometrisch anmutender Musik, zu langen Kompositionen und epischen akustischen Landschaften. Und davon wird noch viel die Rede sein, wenn wir uns mal mit der darauffolgenden LP befassen werden, Close to the Edge. Ich gebe Fragile 5 Sterne. Das hier ist eine extrem inspirierte Scheibe, die eine faszinierende Kreuzung aus 5 grundverschiedenen Talenten zeigt, deren Musik jedoch dicht und spannend ist. Falls du dich für progressive Musik interessierst, Fragile jedoch nicht kennst, nun, dann ist irgendwo ein Fehler im Raumzeitkontinuum passiert. Aber es ist ein behebbarer Fehler. Das also war Fragile von Yes aus dem Jahr 1971.